Schönen guten Abend euch und Ihnen. Es ist jetzt ja wieder interessant, der Abend für mich, nämlich, ich habe die Texte alle schon mal gehört. Und dann ist natürlich für mich interessant, wie werden sie heute präsentiert. Das freut mich. Diese Schreibwerkstätten mache ich schon sehr lang und ich mache es deswegen schon so lang, weil es mich immer wieder interessiert, was die Damen und Herren so schreiben. Heuer haben wir Gott sei Dank mit einem Herrn dabei, bei der einen Gruppe. Wir werden den Abend so gestalten, dass zuerst die Gruppe 1 liest. Das sind die Neichen oder die Jungen, je nachdem. Ich werde die Namen vorlesen. Sie werden sich dann selber kurz vorstellen und ihren Text präsentieren. Es wird anfangen, die Ulrike Brandt, die Aria Hager wird lesen, dann der Michael Sandberger und die Daniela Schobesberger. Das ist Gruppe 1. Die Herrschaften und Damenschaften haben sich ein Jahr lang mit mir abplagen müssen und heute zur Belohnung sozusagen werden sie bestraft mit einer Lesung. Ich freue mich sehr und ich wünsche Ihnen, euch, schönen Abend und spart's nicht mit Applaus, das ist ganz wichtig. Danke, bitteschön, Ulrike. Ich wünsche ebenfalls einen schönen guten Abend. Mein Name ist Ulrike Brandt. Ich lese einen inneren Monolog mit Berücksichtigung der Außenwelt zum Thema beim Gehen. Oh na, das darf ja nicht wahr sein. Habe ich jetzt den Schlüssel stecken lassen? Ma, hoffentlich nicht. Ich komme sonst nicht mehr rein. Johanna ist ja in Kärnten. Aber es hilft nichts. Ich muss versuchen, dass ich beim Ausleiten kann. Ich hoffe, es ist wer daheim. Das wird sonst teuer, das weiß man ja. Mensch, nur mal Glück gehabt. Ich muss wirklich besser aufpassen, was ich tue und nicht den Kopf schon woanders haben. Also zuerst gehe ich zum Seber, dann schaue ich, ob sie beim Thalia das Buch von Arno Geiger haben. Das hat, glaube ich, eine sehr gute Kritik gekriegt. Ah, der Bus kommt erst in 8 Minuten, da gehe ich lieber zu Fuß, das Stickel. Ah, beim Türken haben sie das Gemüse herausstehen, obwohl es Minusgrade hat. Naja, brauchen sie es die Leute nicht mehr eingefrieren, das ist praktisch. Jetzt bin ich eine Station gegangen und da bei der Anzeige ist gerade einmal 1 Minute vergangen. Also, das gibt's aber nicht. Da stimmt was nicht. Nein, eh wurscht. Dann gehe ich halt noch weiter. Kann eh nichts schaden. Und die Stecken habe ich auch mit. Alleweil, wenn ich gehe, ist mein Kopfrauschen kaum zum Hören. Wahrscheinlich auch nur, weil die Autos so laut sind. In der Freistädter Straße geht's ununterbrochen dahin. Hö, sag einmal, das ist ein Fußgängerübergang. Das gilt auch für Radlfahrer, du Ignorant. Dabei muss ich nur froh sein, dass er mich nicht beschimpft hat, weil ich nicht gleich auf Zeiten gesprungen bin. Jetzt ist man nicht einmal mehr am Zebrastreifen sicher. So könnte es gehen. Wenn mich der jetzt zusammengeschoben hätte, war ich nicht einmal daheim, wenn die Dirndln kommen. Und zum Essen hätten sie auch nichts. Dabei freuen sie sich alle auf das Essen, weil sie kriegen genau das, was sie wollen. Ich werde ihnen auch nur Oblattentorten machen. Die esse ich auch so gern. Ich freue mich schon auf die zwei. Das Erdäpfelpüree für die Hanna habe ich gestern schon gemacht. Das ist sehr gut geworden, mit viel Butter drin. Und für die Sarah gibt's die unvermeidlichen Mohnnudeln. Natürlich mit selbstgemachten Apfelmus. Und ein Eis kaufe ich ihnen auch noch. Ob das alles ein bisschen zu viel ist? Na, als Großmutter darf ich das. Habe ich überhaupt so viel Geld mit? Wurscht, es gibt eh Banken. Also der Typ vom Computergeschäft ist auch nur alle heiligen Zeiten einmal da. Aber davon kann doch der gar nicht leben. Ist das mein Problem? Wirklich nicht. Einmal war ich drin bei dem. Also da hat es dermaßen gestunken, nach Rauch und nach Kotzen. Das war wirklich zum Kotzen. Mich hat's gleich wieder zurück rausgehauen.
Für den war ein Job im Tierheim ideal. Da fällt's nicht auf, wenn er so stinkt. Ob ich gar bei Rot umrennen soll? Nein, das lasse ich lieber bleiben. Die Zeiten sind vorbei. Ich rufe geschwind Johanna an. Aber die ist bestimmt bei ihren Verwandten, mit ihren Verwandten bei irgendeiner Buschenschank. Jetzt im Winter. Naja, Kärnten ist anders. Danke. Grüß Gott, mein Name ist Aria Hager und ich würde Ihnen gerne eine Kurzgeschichte zum Thema Herbst vorlesen. 10 Jahre sind vergangen und doch habe ich jenen Wald noch deutlich vor Augen. Nach dem frühmorgendlichen Regenschauer leuchteten die Blätter in ihren schillernden Farben wie die Abendsonne. Jedes einzelne Blatt ein Kunstwerk. Die Oktoberbrise ließ die Äste schwanken und dünne Wolkenschleier hafteten am eisblauen Himmel, der so unendlich hoch erschien, dass einem die Augen schmerzten, wenn man zu ihm hinaufsah. Ein Windstoß strich durch die Blätter, zersauste meine Haare und floh tiefer in den Wald hinein. In den Baumwipfeln rauschten die Blätter, aus der Ferne ertönte das Bellen eines Hundes. Leise, erstickte Rufe, wie von der Schwelle einer anderen Welt. Sonst drang kein Laut zu mir. Erinnerungen sind eine seltsame Sache. Man weiß nie, welche im Verlauf der Jahre verschwinden. Egal, wie sehr man daran festhält, lösen sie sich schließlich so leicht wie Raufschwaden auf. Manche Erinnerungen spielt man in seinem Kopf wie eine alte Platte wieder und wieder, bis sie im Verlauf der Zeit verblassen wie Tinte auf einem Papier. Jedoch einige verankern sich tief in dem Bewusstsein, bevor man sich nach Jahren in einem Moment der Reminiszenz daran erinnert. Als ich tatsächlich mit beiden Füßen in dieser Landschaft stand, hatte ich ihr kaum Beachtung geschenkt. Nie hätte ich gedacht, dass sie einen solchen Eindruck hinterlassen würde. Und schon gar nicht, dass ich mich nach 10 Jahren daran erinnern würde. Ich dachte an mich, an meine Zukunft, an alles, was vor mir stünde und was ich hinter mich lassen würde. In jenem Alter krachte alles, was ich sah, fühlte und dachte, in mich wie eine Welle, die noch nach Tagen meinen leicht beeinflussbaren Geist quälte. Und schon deshalb gab es für so etwas wie eine Landschaft in meinem Kopf keinen Platz. Und doch kommt mir, wenn ich heute daran zurückdenke, als erstes dieser Herbsttag in den Sinn. Der Duft des modrigen Laub übersäten Bodens, die Brise mit ihrem Anflug von Kühle, das Farbspiel der Blätter und die warme Herbstsonne, die durch die Abstände der Baumkronen schien. Alles ist ganz deutlich, so deutlich, als müsste ich nur die Hand ausstrecken, um die Wärme zu spüren. Den Geruch dieses kühlen Herbsttages habe ich in winzigen Parfümflaschen in meinem Kopf abgefüllt, sodass, wenn ich meine Augen schließe und tief ein- und ausatme, das Gefühl habe, mich in den letzten Jahren nicht bewegt zu haben. Ich kann mir selbst vortäuschen, dass ich noch dieselbe Person bin, als ich zum ersten Mal in den Wald gegangen bin. Obwohl das Laub noch von dem Regen nass war, häufte ich mir Blätter zu einem Kissen zusammen und lauschte der Stille des Waldes. Die Blätter in den Baumkronen hatten sich schon verfärbt, und je länger ich starrte, so verschwommen sie ineinander zu einem Kaleidoskop aus Farben, und wie die Blätter langsam zum Boden schwebten, veränderte sich das Muster. Wie in einem Traum gefangen lag ich dort, lauschte der Stille des Waldes und ließ meine Gedanken schweifen. Ich dachte an das erste Mal, als ich in diesen Wald gegangen bin. Als ein kleines, munteres Kind von 4 Jahren ging ich mit meinen Eltern auf die Suche nach Kastanien, um nachher vor dem Kaminfeuer kleine Kastanientiere zu basteln. Ich erfand Fantasiegeschichten von unbesiegbaren Drachen und Löwen und ließ meine kleinen Figuren gegeneinander kämpfen. All diese Momente schweiften durch meinen Kopf. Ein Tornado von Erinnerungen aus einer einfacheren und unbeschwerteren Zeit, die mich nun als eine leere Hülle meiner früheren Selbst liegen ließ. Unwillkürlich kalte ich mich in den feuchten Boden, um nicht von den Wellen der Nostalgie weggerissen zu werden. Obwohl dieser Tag etwas bittersüß war, schwelgt in mir noch immer die Wärme und Glückseligkeit, die ich an diesem Tag gespürt habe.
Allein die Landschaft, der Wald im Oktober, spult sich wie eine Schlüsselsequenz in einem Film immer wieder vor meinem inneren Auge ab und drängt sich stets von neuem sich in mein Bewusstsein. Und jedes Mal, wenn die Landschaft in meinem Kopf erscheint, versetzt sie mir einen Stoß. Es sind keine schmerzhaften Stöße. Sie tun nicht im geringsten weh. Stattdessen erzeugen sie einen gewissen hohlen Ton, der ein Gefühl der Leere in meinem Herzen hinterlässt. Wie alles andere wird er jedoch auch schließlich verschwinden. Hallo, mein Name ist Michael Sandberger. Mein Text ist ein innerer Monolog zum Thema beim Gehen. Der erste Morgen meiner Asienreise. Ich bin am Vortag spätabends im Hostel angekommen. Ich liege im Bett. Es ist 9 Uhr früh. Ich mag nicht aussehen. Ich habe keine Ahnung, was mich da draußen erwartet. Das macht mir Angst. Wieso habe ich mir eingebildet, dass ich so eine Reise machen muss? Etwas später, ich sitze im Gemeinschaftsraum. Ich habe keine Lust zum Aussehen. Aber ich habe einen Hunger und da kriege ich nichts zu essen. Ich muss aussehen. Packen wir heute halt einmal zusammen. Komme ich nach dem Frühstück noch mal her? Wer weiß, wo ich lande. Packen wir lieber alles ein, was ich für den Tag brauche. Kreditkarten muss mit, weil Bargeld habe ich keins mehr. Hoffentlich flattert mir die Karten nicht. Ich hätte mir den Wechselkurs echt anschauen sollen, bevor ich das Geld abgekommen habe. Gerade hätte das fürs Taxi gereicht hat. Wurscht, zusammenpacken. Was brauche ich nun? Auf jeden Fall Kamera, Prüftaschen und Kapperl. Mein Reiseführer auch, wo der schon ziemlich schwer ist. Und Wasser, viel Wasser. Regenjacken sowieso, das Wetter könnte umschlagen. Bei der Hitze gehe ich lieber in Sandalen. Oder doch geschlossene Schuhe? Vielleicht ist es recht dreckig in der Stadt. Ich nehme die Schuhe und packe die Flipflops ein. Dann brauche ich noch Insektenschutzmittel und Sonnencreme. Soll ich das Handy da lassen oder mitnehmen? Pack's lieber ein für den Notfall. Brauche ich ein Buch? Nein, jetzt habe ich wirklich schon genug Zeit dabei. So, es ist schon fast Mittag. Ich muss mich dummeln, sonst ist der ganze Tag dahin. Draußen vor der Tür. Super, du hast es ins Freie geschafft. Gehen wir jetzt nach rechts oder nach links? Schaut beides gleich reizlos aus. Ich hätte drinnen fragen sollen, aber ich kann mir Wegbeschreibungen eh so schlecht merken. Dann wäre das sowieso sinnlos gewesen. Und mit einer Karte in der Hand renne ich sicher nicht einmal drum. Na gut, dann halt nach links. Nach 50 Metern Fußweg. Die Gassen schaut aber komisch aus. Nehmen wir doch lieber die rechte. Nach weiterem kurzen Gehen? Die Gassen ist ja nur schlimmer als die vorige. Dann nehme ich doch lieber die andere. Ha! Da ist gerade einer reingegangen, der schaut europäisch aus. Dann geh auch dort rein. Nach 10 Minuten in einem Gewirr von schmalen Gassen, auf einer belebten Straße mit vielen Imbissständen. Na endlich, da bin ich richtig. Pff, sind aber ganz schön viele Leute. Cool bleiben. Auf jeden Fall kriege ich da was zum Essen. Was ist das dort? Uah, schaut komisch aus, lieber nicht. Man hoffentlich bestimmt nicht was komplett Schräges. Vielleicht geh doch lieber zum Mäcki. Nein, aus. Du isst es was Einheimisches, sei nicht so feig. Waren da nur nicht so viel Leute waren? Was will die Frau von mir? Nein, das will ich nicht kosten. Eine halbe Stunde später, immer noch auf derselben Straße. So, jetzt bin ich schon zweimal an alle Standeln vorbeigerannt und gegessen habe ich immer noch nichts. Aber zumindest fühle ich mich schon wohler unter die Leute. Ein paar kenne ich ja inzwischen vom Segen. Ich und meine Entscheidungsunfähigkeit. Und der scheiß Rucksack. So hab ich denn geglaubt, was ich alles unternehme. Ich habe einen Hunger. War eigentlich schon in der Gassen? Da geht's ja nur weiter. Ha, da das Lokal. Die haben eine Karten. Da sind Bilder und englische Untertitel drauf. Da sitzt da an jedem Tisch schon wieder. Kann ich da wo dazusitzen? Eine Kellnerin kommt und bringt mich zu einem Tisch. Ja, ja, ich gehe mit. Die redet aber viel. Und ich versteh's nicht. Vielleicht hört's auf, wenn ich auf eins von den Büdern in der Speisekarten zeig. Nudeln mit Händelfleisch, da mache ich sicher nichts falsch damit. Sollte ich nicht was Exotischeres bestellen? Nein, ich habe einen Hunger und eine falsche Auswahl verkraft ich nicht. Was jetzt noch?
Getränke. Ist's bald für ein Bier? Wahrscheinlich schon. Bin ja nur beim Frühstück, obwohl schon Nachmittag ist. Na gut, also Cola. Später nach dem Essen wieder draußen auf der Straße. Jetzt schaut die Welt doch gleich ganz anders aus. Ein Wahnsinn, wie unbrauchbar ich mit Lahmwohn bin. Aber jetzt gehen wir's an mit der Stadterkundung. Ich gehe nur noch kurz zurück ins Hostel und hol mir mein Buch. Vielleicht will ich doch noch ein paar Seiten lesen. Wie bin ich nochmal dahergekommen? Danke. Mein Name ist Daniela Schobesberger. Ja, und in dieser Bibliothek habe ich schon viele interessante Stunden auf der Suche nach Lesestoff verbracht. Darum freut es mich sehr, hier meinen Text Haariges vorzulesen. Er entstand zu Heraklits Ausspruch: Wir steigen niemals in denselben Fluss. Alles in unserem Leben verändert sich ständig, auch die Haare. Als Baby trug ich eine sogenannte Stoppelglatze. Mit dem kugelrunden Gesicht und dem fröhlichen Grinsen dazu muss sich auf manche Menschen wie der Vollmond gewirkt haben. Im Lauf der Monate wuchs weißer Flaum auf meinem Kopf. So weich, dass sich vermutlich ein Entenküken darin wohlgefühlt hätte. Meine Mutter machte es sich zur Angewohnheit, mir regelmäßig ein Quäntchen Flaum und später eine Strähne abzuschneiden und in Plastikfolie mit Datum versehen aufzubewahren. Heute gehört diese Sammlung mir. Und sie belegt, wie sehr sich meine Haare im Lauf der Jahrzehnte verändert haben. Zwar wurden sie länger, als ich ins Kleinkindalter kam, aber sie blieben fein, störrisch und verfilzten allzu leicht. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch der Kamillensalbe, mit der Mama meine Haare einmassierte, damit der Kamm überhaupt durchging. Noch immer schlohweiß und lockig verliehen sie mir zumindest das Aussehen eines Engels. Im Alter von 7 Jahren wuchsen sie am Ansatz dunkler nach. Da die Spitzen auffallend heller waren, ging ich von nun an mit einem Farbverlauf durch die Welt. Die schlechte Frisierbarkeit war jedoch geblieben und das tagtägliche, mehrmalige Durchkämmen zählte nicht gerade zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Aus diesem Grund drohte meine Mutter mit einem Kurzhaarschnitt und ich willigte freudig ein. So kehrte ich mit 13 Jahren zur Stehfrisur zurück. Allerdings wirkten die Haare im Vergleich zu vorher recht dunkel. In den folgenden Jahren betrieb ich viel Sport im Freien, vor allem Laufen und Schwimmen. Dauerwellen, Chlor und Sonnenlicht bewirkten, dass ich auf dem Matura-Foto mit meiner langen, schneeweißen Lockenpracht hervorstach. Während der Studienzeit blieb aufgrund meiner 3 Nebenjobs weniger Zeit. Weniger Zeit, mich draußen zu bewegen und die Sonne zu genießen. Und was passierte? Die Haare dunkelten wieder nach. Dann kam die Schwangerschaft. Die Naturkrause wurde nahezu unbezwingbar. Gefärbt oder getönt habe ich meine Haare noch nie, weil sie mir immer so gefielen, wie sie gerade waren. Jetzt kommen die ersten grauen Strähnen und auch die dürfen sein. Schließlich bin ich nicht mehr 20 und das darf jeder sehen. Ehrlich gesagt freue ich mich sogar darauf, wieder weiß zu werden. Nur die Stoppelglatze möchte ich lieber nicht zurückhaben. Ich wage zu hoffen, dass das Weißsein auch mit ein bisschen Weisheit verbunden ist. Jedenfalls kann ich mich dann als Daenerys Targaryen, Mutter der Drachen aus Game of Thrones, verkleiden, ohne eine Perücke zu brauchen. Thank you.
Danke.